Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. Ich habe schon bald die Nerven verloren hier mit dieser blöden Quest hier. Verkohlt beim Vulkan, Kraftrune Plus, wenn wir hier so einen Formwandler finden. Ich bin hier in der Stage, also oft von hier unten, irgendwie links und rechts gelaufen und so weiter. Und da ist nie ein Formwandler erschienen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, gut, gehst mal ans Ende von dem Dungeon. Ob das wirklich damit zu tun hat, keine Ahnung. Wir könnten es gerade mal testen. Ich zeige euch mal den Weg, wo ich das jetzt gefunden habe, das Ding. Wie gesagt, ich bin hier am Anfang rumgelaufen, hier vorne. Kannst du ja links laufen oder rechts laufen. Dort habe ich dann immer alle Gegnertypen gemacht. Dort war bei mir jetzt zumindest mal nichts dabei. Ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht, kann ich nicht beantworten. Dann bin ich hier genau... Nee, nicht hier hin. Hier zur ersten Mana-Ader. Da bin ich hin. Und da kann man ja einmal so rüberfliegen. Ich weiß nicht, ob das der schnellste Weg ist. Kann auch sein, dass das andere besser ist. Keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt einfach den Weg, wie es bei mir geklappt hat. So, speichere das Ganze mal ab. Dann bin ich hier hoch. Hier kam, genau, da kam ja normalerweise dieser Zwischenboss. Und man erkennt eigentlich, wenn ein Formwandler dabei ist. Bei mir ist der in Form einer Wolke aufgetaucht. Die ist dann so ein bisschen dunkler. So kann man praktisch erkennen, okay, da ist ein Formwandler dabei. Hat so ein bisschen anderes Schemen. Sieht ein bisschen anders aus halt. Sieht man eigentlich direkt. Also, wenn man den Unterschied kennt, sieht man es sofort. So, jetzt fliege ich hier nochmal vor den Bossraum oder was das ist und dort kommt dann eine Gegnergruppe. Wenn wir jetzt Glück haben, ist da auch wieder irgendein Gegner, der ein bisschen anders aussieht. Keine Ahnung, werden wir jetzt sehen, der ein bisschen dunkler ist als die anderen. Ist da was? Ja, seht ihr die Düsterwolke da. Gut, dann ist es immer so. Oder oft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Formwandler. Jetzt müssen wir auf den ein bisschen draufballern. Wenn er nicht schon weg ist, kann sein, dass die abhauen. Weiß ich nicht. Ne, da ist ja noch die dunkle. Jetzt seht ihr das. Irgendwann sieht der anders aus. Hier, Formwandler. Habt ihr das gesehen? Und dann ist ein Formwandler dabei. Gut. Also für Leute, die hier mit der Quest da irgendwie Probleme haben oder sowas. Haben wir dann jetzt gemacht. Ich bin begeistert. Wie gesagt, kann sein, dass das immer hier so der Fall ist. So, dann würde ich sagen, geben wir auch diese Quest ab. Auch die andere Quest, die habe ich gemacht mit dem roten Clipper, weil das war automatisch hier generell auf der Stage jetzt auch gewesen. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ja, jetzt gebe ich die beiden Quests irgendwo in der Pampa ab. Und dann sehen wir mal weiter. Und da weiß ich nicht, ob es noch viele Quests gibt. Da habe ich noch ein bisschen was im Spiel zu zeigen. Eventuell noch so ein Secret-Boss oder was auch immer da los ist. Wie gesagt, vielleicht noch ein, zwei Quests. Vielleicht geht es auch hier bei dem Ash noch ein bisschen weiter. Aber ich denke mal, allzu viel wird es jetzt nicht mehr sein. Das hier war noch eine relativ nervige Quest. Dann habe ich die andere Quest abgegeben, da in diesem... Oh komm, sagt's mir. Ich dachte schon, jetzt kommt hier auch nochmal neuer Kram. Ich habe die Quest in dem Erdgebiet da abgegeben, in der Erdstadt bei Guchu da. Die wir das letzte Mal noch hatten, was war das, Bericht erstatten oder so. Und da bin ich dorthin gekommen, da hieß es noch kurz aus der Stadt rausrennen. Und da musste ich noch diese Architekten da beschützen. Da bin ich zurück in die Stadt und habe dann diesen Honig da bekommen oder was es da war. Nichts Besonderes. So, Kraftrune Plus, soweit auch klar, ne? Brauche ich jetzt auch nichts dazu zu sagen. Wir speichern das mal ganz schnell ab. Dann fliege ich einmal nach oben, ob hier in der Stadt sich jetzt irgendwas Neues tut. Und dann haben wir eine Quest hier beendet. Vielleicht ist das auch auf der letzten Insel so, dass man das irgendwie triggern kann, dass so ein Typ da erscheint. Habe ich ja erwähnt, diese Formwandler hatte ich einmal. Kann sein, dass ich da irgendeine Spezialroute gegangen bin. Und dass da zufällig dann immer dieser Gegner erschienen ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, bla bla. So, gucken wir mal, ob jetzt hier was ist, ansonsten geben wir die andere Quest noch ab und dann müssen wir noch ein bisschen rumlaufen und irgendwelche Bücher einsammeln oder sowas und dann sieht das doch gut aus, so langsam. Ich verliere zwar langsam echt die Nerven, so, das war's jetzt hier anscheinend. So, dann geben wir, habe ich jetzt überhaupt was markiert? Oh nee. Wo gebe ich denn die andere Quest ab? Oh, Monty, nee, hast du nicht gemacht. Ich lande einfach mal hier zwischen. Oh, wo geben wir nochmal die andere Quest ab? War das auch war das vielleicht sogar Guchu? Keine Ahnung, wir gucken mal. So, was haben wir denn noch? Die roten Marshmallows in Eterna. Okay.
Thanks. Auf geht's. Ja, wie gesagt, die waren dann auch in diesem Vulkan. Habe ich gar nicht markiert, die Quest. Automatisch habe ich halt diese Marshmallows dort umgehauen. Was jetzt auffällig war, Offcam, ich habe in ein paar Minuten echt einige Seelenkristalle gefarmt. Also es hat wohl mit Level, Glück, beides zusammen, was auch immer zu tun. Also irgendeine Skalierung scheint da schon im Hintergrund zu laufen. Vielleicht, wie gesagt, beides zusammen, vielleicht nur Glück, weil wir immer ein bisschen Level aufsteigen und dann halt in der Gesamtgruppe mehr Glück haben. Ich weiß es nicht. Letzten Endes spielt es auch nicht die große Rolle. Ihr müsst, umso weiter ihr im Spiel kommt, umso leichter anscheinend droppen die. Vielleicht dann auf Schwer oder Experte noch krasser. Das werden wir dann sehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir nochmal ein Stück vorangekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich alle Nebenquests dann gemacht habe demnächst oder nicht oder wie auch immer. Auch das werden wir jetzt gleich sehen. So, bla und so weiter. Jo, Beutel, super geil gelaufen. Hier kriegen wir noch Nikotaler. Und so weiter. Jetzt scheint hier ja keine Quest zu sein. Ich versuche nochmal zu fliegen. Auch hier müssen wir eigentlich noch Fähigkeiten uns angucken. Wir haben ja so ein paar neue Gegner umgehauen und auch Seelenkristalle bekommen. Wie gesagt, mir sind auch Offcam jetzt welche gedroppt von Cerberus und so ein Kram. Kann sein, dass da irgendwas Neues dabei ist, wo ich sage, wow, das ist aber super krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet oder so. Könnte ja sein. So. Und jetzt habe ich schon wieder keine Quest. Ach, Leute, ey. Das gibt's doch nicht. Wir müssen noch irgendwo hinreisen und ein paar Bücher holen oder sowas, ne? Für Ash, also die meisten so Haupt-Nebencharaktere haben dann irgendwie eine Questline, so wie ich das jetzt festgestellt habe. So, Technikschaden plus ist natürlich... Oh, wir sind gerade hier richtig, oder? Alter, hab ich Skill, oder? Das war natürlich so geplant. Ich wollte es nur ein bisschen spannend machen. So, irgendwas müssen wir hier sammeln. Oder Gegner umhauen oder was auch immer. Oder beides. Nee, ich will keine Reliquie einsetzen. Ich will hier was sammeln. Das hier, genau. Dankeschön. Oh, was ist das hier? Ein Buch, ein Bruchstück von irgendwas, genau. Sollten wir ja sammeln. Ja, da bin ich schon mal ein gutes Stück froher. Kann sein, dass es jetzt vielleicht noch eine Folgequest irgendwo gibt, von wegen, ja, wir sollen jetzt noch so ein Dieb da irgendwie, also diese Formwandler da noch finden oder sowas. Kann natürlich passieren. So, würde ich sagen, weiterziehen, oder? So, wat, wie sieht's aus? Hier auch nochmal Seelenkristall. Da seht ihr, die droppen jetzt schon ein bisschen regelmäßiger. Und da können wir vielleicht noch einen sinnvollen Trank für irgendeinen Helden von uns kaufen. Vielleicht ist das übrigens auch ein Erfolg. Dort, wo ich 70% hatte, dass ich vielleicht von allen alle Fähigkeitsslots freischalte. Dann ist wahrscheinlich noch von allen das Elementarbrett zu erweitern oder viele Skills freizuschalten. Ich weiß es nicht. Aber das könnte auch noch sein, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Und dann sieht es doch gut aus. So, Duras-Klamm. Liegt noch was rum, haben sie gemeint. Okay, wo denn? Wo gehe ich denn da am besten hin? Ich gehe mal... Ja, ich gehe mal ans Ende. Keine Ahnung. Ja, aber richtig gebockt hat das nicht mehr. Jetzt Technikschaden plus ist natürlich nicht schlecht. Auch, was hatten wir da noch? Also manche Sachen waren nicht schlecht, aber... Jo, ne? Also ich bin an den Anfang gegangen. Ah, wollen sie mal sagen, dass es direkt hier vorne ist oder was? Unten oder wie auch immer? Nee, oben. Gut, alles klar. Traumhaft. Keine Ahnung. Aber ja, wenn ich auch jetzt nur alle Folgen gemacht habe, um euch dann letzten Endes vielleicht zu warnen. Vielleicht kommt das noch mit diesem Spezialboss, wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Das muss man dann ja auch finden oder ob die Quest dann automatisch aufblockt oder ob ich nochmal irgendwo hin muss. Ich werde mich da auch mal informieren oder so. So, hier liegt irgendwo was rum. Zum Beispiel hier. Sehr schön, da gibt es hier nochmal bla bla. Oh, ein Bruchstück. Das ist ja Wahnsinn. Von der Tafel, Erde und so. Ja, super geil. Jo, alles klaro. Gut. Nee, ist super. In der Tat.
Eine Mana-Ader haben wir hier. Ich nutze dann, bevor jetzt hier gleich noch der Riesenabbruch kommt. Wenn wir nochmal irgendwo rumfliegen und dann darf ich den ganzen Quatsch wieder machen, habe ich gar keinen Bock drauf. Rumfliegen leider leicht verbuggt ab und an. Das nervt. Und wir wollen es natürlich nicht provozieren. Aber hier war auch, das war ja der erste Boss, den wir so richtig vermöbelt haben, oder? Ich glaube, das war einer der ersten, der so richtig auf die Nuss bekommen hat. Hier mit unserem übermächtigen Morley. So, da hinten, stimmt. Zum Lichtdingens. Ist das Licht? Ja, genau. Lichttribüne von Tiret. What? Wo denn? Oben wieder, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, Wendel. Genau, wir sollen nach Wendel. Habe ich dann gerade oben noch bei der Quest gelesen? Na, traumhaft. Aber warum wurde unten noch eine Quest angezeigt, so von wegen, geh aus der Stadt raus? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wir haben doch schon alles gefunden, außer jetzt hier Wendel. Oder ist das diese Hauptnebenquest, die noch woanders ist halt? Also die ich gerade mache, die muss ich ja woanders abgeben. Keine Ahnung, was das für eine Anzeige war. War ein bisschen merkwürdig. So, wo müssen wir denn hin? Gehen wir einfach mal zur ersten Mana-Ader, vielleicht hilft das. Und dann ein Stück zu... Ah ne, das ist schon, ist sogar direkt hier. Liegt hier was Rotes rum? Irgendwo liegt hier was Rotes rum. So, hier KA-Aufladung oder ähnliches. Lucre, sehr schön. Was Rotes. Sehe ich's nicht. Denke ich, zu kompliziert wahrscheinlich. Ich sehe aber nichts. Oh, das ist doch weiter vorne. Hier vorne direkt. Oh, wo ist dann das jetzt? Wenn sie mich ärgern wollen, da kriege ich die Vollkrise. Bin ich nochmal drüber gesprintet, weil ich zu schnell war oder sowas? Das war? Ist es doch hier unten? Die Seeschlangen, die mussten wir auch mal machen, genau wie die Mama Poto da und so ein Kram, ne? Wo ist denn da was? Bin ich bescheuert? Hä? Aber irgendwie ist es auch auf der Karte merkwürdig eingezeichnet. Als ob es nicht... Ist es sicher auf der Ebene? Ich weiß es nicht. Welcher soll es sonst sein? Da oben drauf vielleicht? Das wäre ja Mummies. Ich sehe nichts. Ich gehe mal ein Stück weiter. Ja, da geht's schon hoch. Ich check's gerade echt gar nicht. Aber da komme ich nicht mehr dorthin. Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Warum sehe ich denn das jetzt nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Also diese Questline hier geht mir richtig auf den Keks. Jojo, Framerate, alles klar. Ne, die wollen mich hier richtig veräppeln. Ich bin falsch, oder? Bruchstück. Ich zeig hier den krassesten Skill und es bringt einfach gar nichts. Ne, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Gibt es da noch eine andere Ebene? Muss ich jetzt wirklich diesen beschissenen Dungeon da wieder durchlaufen? Weil es irgendeine andere Ebene gibt, wo ich jetzt nicht dran denke, oder was? Ist das jetzt wirklich wahr? Das kann doch nicht wahr sein, ey.
useless to run. On it! Looks like I powered up. Die Anzeige hier ist so schlecht. Das darf doch nicht wahr sein. Ich gehe mal wieder an den letzten Mana-Punkt da. So, da sind wir wo ganz anders, ne? Okay, und da ist auch nichts mit zurückgehen. Ah, doch, hier. Oder? Nee. Nee, da ist nichts zu machen. Nö, da kommt Freude auf, Leute. Definitiv. Das macht richtig Bock da. Ich sehe irgendeinen roten Punkt, ne, der wahrscheinlich direkt vor mir, da vorne an der Treppe da. Muss ich da das noch abschlagen oder so? Denke ich, viel zu kompliziert. Wir brauchen ja ein Bruchstück. Was da? Untersuchen? Ne, das ist ja mein Mana-Ding da. Ja, gut, okay, ich dachte gerade schon. Da glaubt mir doch keiner. Vielleicht doch da vorne auf der Brücke. Das ist doch nicht wahr. Nebenquests stressen ohne Ende. Ohne Ende. Alter, ohne die Hilfestellungen hier wäre ich ja mal mega aufgeschmissen. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Keine Ahnung. Und dann mache ich es nochmal von am Anfang. Keine Ahnung, ich check's gerade überhaupt nicht. Wer weiß, vielleicht komme ich ja doch wieder irgendwo an, wo es dann heißt, ja, hier kannst du suchen. Ich check's nämlich gerade von den Ebenen gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich da so erblindet bin oder völlig behämmert, aber jo, ich hab's nicht gecheckt. Macht auch voll Laune. Ganz merkwürdig. Ja, dann machen wir das halt so. Klar, irgendwo muss ich meine Zeit noch hinverballern. Ich bin hier immer noch am 24. am Aufnehmen, will unbedingt heute noch ins NG Plus kommen und irgendwie noch so ein bisschen Kram zeigen, aber es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Wobei wir schon gut weit gekommen sind, so ist es nicht, aber jo. So, das haben wir ja gemacht. Dann haben wir hier geglitscht, wie der wilde Bill. Genau, hat auch funktioniert. Und so komme ich jetzt eh ans Ende, oder was? Oder kommt da doch noch was? Eine Frostdrache. Hätten wir auch mal gebraucht. Oder haben wir mal gebraucht. Das ist ja mal gerade nervig. Wenn nicht, gucke ich gleich mal wieder rein, wie die Questbeschreibung genau ist. So, und jetzt hier hoch und dann geht's an den Schluss, oder was, ne? Ja. Ich speichere es trotzdem mal ab, dass wir den Bug auch sicherlich gespeichert haben. Macht nämlich viel mehr Bock. Ey, diese Quests, ne? Okay, dann wieder an der Anfang. Und da gehe ich da Anfang durch. Tut mir leid. So, auf geht's. Vielleicht gibt es da eine andere Ebene. Es war ja komisch angezeigt worden auf der Map. Also ich fand es mal merkwürdig. Aber nicht ganz ersichtlich. Ja, jetzt komme ich aber, denke ich mal, in den Raum, wo wir waren, ne? Wir werden sehen. Das ist nervig. Ja, da kamen ja diese Lichträtsel da. Genau, die haben wir dann gelöst. Konnten dadurch irgendwie weiterlaufen. Hier Porten oder so, genau. Ich sollte auch auf die Map gucken, dass ich da irgendwo rauskomme oder nicht aufpasse und schon längst was machen könnte. Ja, jetzt laufen wir in den Raum, wo ich war, wo ich das dann nicht gefunden habe, glaube ich. Oder bin ich doch noch eine Ebene drunter? Wir werden es sehen.
Nee, da vorne ist der Raum. Ganz merkwürdig. Ja, da ist der Raum. Oder? Oder doch nicht? Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich ein anderer Raum. Wie bin ich denn da rüber gekommen? Das ist doch jetzt nicht wahr. Über die Brücken da? Oder was? Habe ich da müssen noch mal was ändern? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Hallo, Spiel. Ah, da hinten hoch und dann über die Brücke oder so. War das so? Das kann sein. Nee, macht auf jeden Fall Bock. Das sieht nicht aus wie der Raum, wo wir eben waren. Ey, tatsächlich, war ich da auf der falschen Ebene oder was? Oder? Nee, das ist... Oh Gott, das ist wirklich ein anderer Raum. Nein. Und ich suche mir da der Arsch ab. Und find's hier auch nicht. Echt jetzt? Leute, echt jetzt? Das gibt's doch jetzt nicht. Ja, nicht, dass ich jetzt hier weiterziehe und hier... Ja gut, da gehe ich nach... Ach, hier liegt's ja. Gott sei Dank. Boah, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Weiß nicht, ob ich mich da jetzt ultra dämlich angestellt habe, aber ich fand's jetzt nicht so ganz ersichtlich. Vielleicht war dann das leicht ausgegraut oder sowas, das mag sein. Aber, jo, ne? Super. Diese Questlines machen null Bock. So. Schnell an der Anfang. Ne, gehen wir zuerst mal in eine Mana-Ader und speichern, weil da will ich nicht wieder spielen. Die Questline von Ash ist wirklich holla die Waldfee, ist die behämmert. Das macht echt gar keinen Bock. We should be off. So, jetzt hauen wir ab. Ich hoffe, das Spiel bleibt nicht hängen. Dann nach La Grazzo oder was. Dann meint er bestimmt, es geht nochmal irgendwie weiter. Ich verliere die Nerven. Da labert er mich jetzt nochmal mit Büchern oder sonst was zu. Wie gesagt, Offcam werde ich dann vielleicht jetzt nochmal gucken, ob ich noch irgendwas rausfinde. Quests, Level 99 freischalten, wie auch immer. Mal gucken. Und dann geht's ins New Game Plus. Denke ich mal. Vielleicht kommt ja jetzt auch eine Meldung. Ey, du hast alle Nebenquests abgeschlossen. Keine Ahnung. Kein Plan. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Quote, dass wir irgendwo noch eine Quest übersehen haben, ist doch schon recht hoch. Irgendwo in einem Dungeon, wo irgendwo noch ein Dude rumsteht oder sowas. Vollkommen nervig. Das kann schon sein. Da war jetzt auch gar kein Quest. War da eine Questmarkierung irgendwo? Die müsste ja normalerweise hier auf dem Haus sein. Oder muss ich da wirklich da reinmarschieren? Ja, ich muss reinmarschieren. War, glaube ich, bei Nicolo auch so, oder? Oder wurde es dort angezeigt? Das ist auch ein bisschen nervig. Ja gut, hier hast du dein Buch. Freu dich kaputt. Laber mich tot mit deinen ganzen Lehrlingen da. Die drei Buchschlüssel, traumhaft. Jo, nee, super, hat Spaß gemacht. Jo. Nee, toll. Holla, die Waldfee. Was, Turm des Wissens, ich krieg die Krise. Nein, nein, nein. Oh. Vielleicht ist das ja der Spezialgegner, der jetzt erscheint. Wäre geil. Oh.
Meister Borns Schatten. Aus Borns Hass geboren? Nö, irgendwie das meinte ich nicht. Ich weiß nur, dass irgendwann so ein Monster so in... Hä, ihr wollt kämpfen? Okay. Ich weiß nur, dass ich irgendjemanden so ein... Oh, nee, das meinte ich nicht. In so ein Blob oder sowas verwandelt hat. In, wie heißen die nochmal? In so Marshmallow-Ding? Keine Ahnung, ich hab's ja, denke ich mal, erwähnt. Wo ist er dann? Ah, da das Seelenwichtel. Okay. So, gewonnen, supergeil. Gut, das war vielleicht jetzt noch ganz witzig, dass es da so einen Bosskampf gibt am Schluss. So, der Hass des Buches ist am Start. Gut, das könnte sein. Das gab es, glaube ich, bei so Games auch mal. So ein, das war tatsächlich, in so einem Game habe ich gespielt, wo man auch in so einem Buch so Siegel preschen konnte und dann immer weiterspielen konnte und so weiter. Das wäre natürlich jetzt geil, noch so ein Endlosmodus von Kämpfen und so weiter. Habe ich zwar noch nie was davon gehört, aber wer weiß. Das würde zumindest mal auflockern, was am Anfang alles passiert ist mit Laba, Laba, Rababa und so. Jo, bla, irgendwas, Buch und so weiter. Supergeil. Was ist jetzt? Och, nee. Oder labert das Ding? Der Hass hat sich aufgelöst. Gut, dann halt. Ja gut, was ist denn jetzt? Jo, Alter. Ah, Technikschaden, genau. Technikschaden kriegen wir ja dabei. Das ist ja, denke ich mal, klar. So, jo, nee. Alles klaro. Alle abgeschlossen, bla. So, Gegenstände. Technikschaden plus. Erhöht den Schaden von Techniken um 25%. Gut, das ist schon nicht schlecht. Gibt's irgendeinen Erfolg oder sowas? Nee, ne? Schade. Dann gehen wir mal hier raus. Dann gehe ich wieder rein. Und dann gucken wir mal, ob irgendeine neue Quest hier erschienen ist. Ich glaube es eigentlich nicht. Der Hass ist ja aufgelöst und so, meinten sie ja, ne? Da muss ich hier nicht direkt wieder reinrennen. Ja, und dann kann ich Offcam noch ein bisschen suchen, machen, tun, wie auch immer. Ne, da ist nichts, ne? Ne, sieht nicht so aus. Gut, alles klaro. Dann ist zumindest mal das erledigt. Ich schaue dann noch, ob ich Offcam hier irgendeine Nebenquest noch finde oder irgendwas. Ob da noch irgendwas abgeht. Gucke mal generell, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Könnte jetzt bald NG Plus gehen. Wie gesagt, könnte noch ein bisschen Nebenquests suchen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber wir sind vorm Ende sozusagen. Gott sei Dank. Jo, dann wünsche ich euch was, wünsche euch einen schönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, vielen Dank für jeglichen Support und bis dann. Ciao.